Hallo Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, sind wir die Erben von Ikaros? Wie kam ich auf diese Überlegung? Während dem Schneiden meines letzten Videos, der Baxter-Effekt, hörte ich ein Album einer meiner Lieblingsbands. Unter anderem ist da das Lied Ikaros Erben darauf, welches ich als einen Aspekt unseres Miteinanders interpretiere. Da ich diesen Aspekt als langfristiges Problem im Leben sehe, möchte ich mich dazu äußern. Bevor ich beginne, erst noch die Gliederung dieses Videos. Zuerst die Geschichte bzw. die Legende von Ikaros, damit wir alle auf dem gleichen Standpunkt sind. Danach möchte ich mit euch über Sinnbilder reden, also den Grund, warum viele alte Geschichten und Märchen bis heute existieren. Anschließend eine Interpretation der Geschichte bzw. wie ich diese verstehe. Und am Ende noch die Interpretation von mir. Bevor ich jedoch mit der Sage beginne, erst noch ein Zitat. Wenn du deinen Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht fürchten. Das aus dem Buch Die Kunst des Krieges aus dem Jahr 500 vor Christus. Beginnen wir mit der Geschichte. Ikaros war der Sohn von Daedalus, welcher einer der größten Erfinder, Künstler und Denker des antiken Griechenlands war. Sein Mythos nach soll er von Königen beauftragt worden, seine Skulpturen zu schaffen, welche so lebensecht aussahen, dass es so wirkte, als würden mehr Menschen in einer Stadt leben, als sie es in Wirklichkeit taten. Des Weiteren war Daedalus auch, ich setze das jetzt hier in Anführungszeichen, für die Entstehung des Minotaurus verantwortlich. Der Minotaurus sollte euch bekannt sein, das ist das Wesen, halb Mensch, halb Kuh, welches sich von Menschenfleisch ernährt. Da der Minotaurus allerdings der Ziehsohn des Königs war, wurde er nicht getötet, sondern eingesperrt in einem Labyrinth auf einer Insel. Und da Daedalus der einzige Mensch war, der sich ein solches Labyrinth ausdenken konnte, baute es mit seinem Sohn Ikaros zusammen auf. Wegen des Helfens beim Entstehen des Minotaurus war der König, obwohl Daedalus das Labyrinth baute, so erbost, dass er ihn und seinen Sohn in das Labyrinth verbannte. Als die beiden immer schwächer wurden, fingen die Vögel an, über ihnen zu kreisen. Da die Tiere immer Hunger hatten, wurden diese unruhig und fingen an, sich zu zanken und verloren so ihre Federn. Daedalus studierte daraufhin die Federn und erkannte die Funktionsweise dieser und baute für sich und seinen Sohn Flügel daraus, welche aus den Federn der Vögel und Wachs bestand. Das Wachs bekam er aus Kerzen, die überall im Labyrinth aufgestellt waren. Als er mit der Arbeit fertig war, erklärte er seinem Sohn Ikaros die Funktionsweise der Flügel und bläute ihm ein, dass er ja nicht zu tief fliegen dürfte, da, wenn die Flügel das Wasser berührten, sie zu schwer werden würden und er so nicht mehr aufsteigen könnte. Zudem bläute er ihm ein, dass er nicht zu hoch fliegen dürfte, da, wenn er zu nah an die Sonne flöge, das Wachs schmilzen würde und somit die Flügel nicht mehr funktionierten und er deswegen abstürzen würde. So flogen die beiden los, immer schön zwischen der Sonne und dem Meer. Nach und nach wurde Ikaros immer übermütiger. Er machte einen Sturzflug, zog wieder nach oben. Auf einmal kam ihm die Idee, dass er testen wollte, wie hoch er fliegen könne. Wie er immer höher stieg, wurde es immer wärmer, so dass das Wachs langsam schmolz. Somit die Federn nicht mehr an ihrem Platz blieben und er abstürzte und starb. Das war die überlieferte Geschichte von Ikaros. Die Geschichte seines Vaters ging noch weiter und sie hatte auch eine längere Vorgeschichte. Doch warum finde ich das so interessant? Bevor ich diese Frage beantworte, erst einmal, warum Geschichten, Märchen, Sagen und Legenden bis zum heutigen Tag Bestand haben. Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man relativ schnell darauf, dass es sich bei diesen Geschichten immer um Sinnbilder handelt. Doch was sind Sinnbilder? Sinnbilder sind bildliche Darstellungen von abstrakten Begriffen oder auf Legenden bezogen, eine in eine Geschichte verpackte Lernerfahrung, so erzählt, dass es für jeden, der sie hört, verständlich ist. Aus dieser Sicht möchte ich die Legende von Ikaros analysieren. Ich beginne mit dem Gefängnis, in dem sie am Anfang zusammen sind. Für mich ist das ein Sinnbild für die festen Strukturen, in die jeder Mensch eingemauert ist, wenn er sich in seinem Alltagstrott gefangen sieht und keinen Ausweg sieht. Der Bau der Flügel ist für mich der Versuch, aus dem Trott, in dem man sich befindet, zu befreien bzw. auszubrechen. Der Flug an sich symbolisiert die Freiheit, welche man hat, sich zu entfalten, in den Bereichen, in denen man möchte. Das Wasser sehe ich als das Nichtnutzen der Fähigkeit, welche ein Mensch hat, was dazu führt, dass man einfach mit der Masse mitgezogen wird und sich nicht mehr entfalten kann. Die Sonne ist das oberste Ziel, welches ein Mensch anzieht und dafür sorgt, dass er aktiv bleibt. Der Absturz ist in meinen Augen nichts anderes als die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und das Nichtwissen, wie viel man sich zutrauen kann. Jetzt zu meiner Interpretation und zur Frage, ob wir wirklich die Erben von Ikaros sind. Für mich wird in dieser Geschichte das Höher-Schneller-Weiter-Prinzip erklärt.
Dieses bedeutet, dass der Mensch danach strebt, so schnell wie möglich so viel Erfolg, wie es ihm möglich ist, zu generieren. Daraus resultieren Probleme, welche sehr häufig im Absturz oder der Vernachlässigung von Dingen, welche wichtig waren bzw. sind. Zum Beispiel durch das Bedürfnis nach Geld, man sich in der Arbeit verliert und die Freunde auf der Strecke bleiben. Beim weiteren Überlegen kam ich noch auf das Sprichwort Hochmut kommt vor den Fall. Dies bedeutet, dass man durch das komplette Überschätzen seiner Ressourcen abstürzt. Und ich denke, dass das jedem von uns schon mal passiert ist. Aber man muss ja nicht unbedingt abstürzen. Und ich denke, ich habe ein paar Methoden gefunden, um dieses zu vermeiden. Dafür möchte ich nochmal zum Zitat vom Anfang zurückkommen. Wenn du deine Feinde kennst und dich selbst, brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Für mich hat dieses Zitat zwei Aufforderungen zur Folge. Erstens, kenne deinen Feind. Wobei ich den Feind als Aufgaben, die das Leben stellt, sehe. Und je besser man diese kennt, desto leichter fallen diese. Die zweite Aufforderung ist, sich selbst zu kennen, seine Stärken, seine Schwächen, die bevorzugte Art, Probleme zu lösen und welche Fähigkeiten man sich im Lauf des Lebens angeeignet hat. Diese Methode ist ein möglicher Weg, ohne Absturz durchs Leben zu kommen. Ich bin mir bewusst, dass viel Arbeit dahinter steckt, sich das Ganze einmal zu überlegen. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich und sorgt dafür, dass man nicht zu einem von Icarus Erben wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Euer Happy.